Ziel Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Seit Beginn der industriellen Revolution ist der vom Menschen verursachte Ausstoß von Treibhausgasen stark angestiegen. Im Laufe der letzten Jahre haben WissenschaftlerInnen den Zusammenhang der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre und der Erderwärmung durch zahlreiche Studien aufgezeigt. Der von den Menschen verstärkte Treibhauseffekt hat verschiedene Folgen auf der ganzen Welt. Extremwetterereignisse nehmen zu, Pole und Gletscher schmelzen. Außerdem steigt der Meeresspiegel an. Zahlreiche Pflanzen- und Tierarten wandern bzw. sterben aus. Am stärksten betroffen sind jedoch Menschen, die in geografisch unwirtlichen Gegenden leben oder denen es an finanziellen Mitteln fehlt. Es steigt die Anzahl der Klimaflüchtlinge. Um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, müssen sich alle Länder der Erde auf wirksame Klimaschutzmaßnahmen einigen, die den CO2-Ausstoß verringern. In Österreich gibt es seit 2011 das Klimaschutzgesetz. Es legt die Emissionshöchstmengen fest und regelt die Erarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen außerhalb des EU-Emissionshandels. Es war eine wichtige Klimaschutzsäule bis 2020. Außerdem ist es dringend notwendig, Menschen aufzuklären und sie anzuregen, klimaschützend zu handeln. Klimaschutzmaßnahmen sollen von der nationalen Politik in zukünftige Strategien und Planungen mit einbezogen werden. Geld und Hilfsmittel sollen bereitgestellt werden. Die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Folgen des Klimawandels soll in allen Ländern gestärkt werden. Es gibt jedoch noch viel zu tun und das Klimaproblem ist noch lange nicht gelöst.